Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Endlich haben Kirschensaison, darum zeige ich euch heute ein leckeres Rezept mit Kirschen. Mein Rezept ist Teil eines Kirsch-Specials. Ihr findet neben meinem Kirschkuchen parallel bei Absolute Lebenslust, Backlounge und Roms Kitchen ganz leckere Rezepte mit Kirschen. Unbedingt auch bei Ihnen reinschauen, am Ende des Videos seht ihr nochmal alle Teilnehmer. Nun zeige ich euch, wie mein Kirschkuchen geht. Erstes wasche und entsteine ich meine Kirschen. Zum Entsteinen verwende ich einen Kirschensteiner, der ist super praktisch. Der Kirschkuchen besteht aus mehreren Komponenten. Unten kommt ein leckerer Hefeteig, auf den drauf kommt Quarkbelag, die Kirschen und so was noch leckere Streusel. Als erstes beginne ich mit dem Hefeteig. Als erstes gebe ich das Mehl in die Schüssel. Ich nehme eine Mischung von hellem Mehl und Vollkornmehl. Dazu kommt der Zucker. Dazu kommen noch zwei Prisen Salz. Dazu kommt weiche Butter. Ein mittleres Ei. Dazu kommen 10 Gramm Hefe. Das ist ein Viertel Würfel. Dazu kommt noch die zimmerwarme Milch. Und ich reibe noch etwas Schale von einer Bio-Zitrone dazu. Den Teig verknete ich für ca. 10 Minuten, bis ein schöner glatter Hefeteig entstanden ist. So ist mein Hefeteig fertig geknetet. Ich decke ihn zu und lasse ihn für mindestens eine Stunde an einem warmen Ort auf. Als nächstes mache ich meinen Quarkbelag. Dazu gebe ich den Magerquark in eine Schüssel. Dazu kommt mein Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei. Das Ganze verrühre ich schon mal. Dazu gebe ich noch Maisstärke. Von der Zitrone gebe ich noch mal ein bisschen abgeriebene Zitronenschale dazu. Und einen Esslöffel Zitronensaft. Das Ganze stelle ich kühl bis zur weiteren Verwendung. Für die Streusel gebe ich das Mehl in die Schüssel. Ich verwende halb helles, halb Vollkornmehl, ihr könnt den Kuchen auch nur mit hellem Mehl machen. Dazu kommt der Zucker, eine Prise Salz und weiche Butter. Das Ganze vermische ich nur mit den Händen zu streuseln. Mein Hefeteig ist schön aufgegangen und ich habe mein Backblech nun schon mit Backpapier ausgekleidet und werde den Hefeteig direkt auf dem Backpapier auswählen. Den Teig steche ich noch mit der Gabel etwas ein. Als erstes gebe ich den Quarkbelag auf den Teig. Verstreiche den noch kurz. Als letztes gebe ich meine Streusel auf den Kuchen. Die werden einfach oben drauf verteilt. Und ein paar Mandelblättchen verteile ich nach oben drauf. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Umluft vorgeheizt und backe den Kuchen in der Ofenmitte für ca. 30 Minuten, bis er schön goldbraun ist. Der fertige Kirschkuchen duftet herrlich. Ich lasse ihn nun noch vollständig auf dem Blech auskühlen und schneide ihn anschließend in kleine Stücke. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Habt ihr Lust bekommen auf weitere Kirschrezepte? Schaut doch unbedingt bei den anderen YouTubern rein. Ihr seht jetzt nochmal die Übersicht, wer alles mitmacht. Absolute Lebenslust, Backlounge und Rons Kitchen. Auch sie machen leckere Kirschrezepte. Unbedingt auch ihre Videos anschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Unbedingt meinen Kanal abonnieren und verpasst ihr keine weiteren Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.